Fahrerflucht, ne? Ob ja. er es gemerkt hat oder nicht, er hat die Arschkarte. Auf jeden Fall. Das ist schon ärgerlich. Ja, vielleicht sieht er das Video. Wenn ich die jetzt so drauf mache, die vibriert nicht. Würdest du nicht mitbekommen. Heißt das gut? Damit du halt mal siehst. Also ganz ehrlich, hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt, ey, mach fertig. Gürkan angekommen. Ja, jetzt gehen wir rein. Die Reifen können wir ja später rausholen. Jetzt bin ich mal gespannt, was Sache ist. Ich nehme mich einfach mit. Es ist saukalt. Ich brauche die Sonne. Gut, Rosa. Gürkan, wie geht's dir? Gut geht's mir, wie geht's dir? Hallo, hallo Jungs. Alex. Ich habe gesehen, du bist ja. Sammlung wird immer größer. Ja, mache ich jetzt Werbung für dich in meiner Werkstatt. Erzähl, was machst du? Wochenende. Der Fuzzi nervt dich noch. Ja, mal. Wir pulvern jetzt ein bisschen Felgen und dann schauen wir weiter, ob wir glücklich ins Wochenende gehen oder ob wir gleich alles vermasselt. Ach. Weil ich werde heute nicht pulvern. Warum, was hast du? Rhythmenschmerzen. Kann ich da was falsch machen? Das ist der also Plan gehen wir jetzt heute. Runter und dann fangen wir an. So ich freue mich schon. Los geht's. So sehen die Felgen jetzt aus. Das ist schon eine schöne Felge. So nicht anfassen. Also der fettige Finger. Weil alles an Fett und so drückt sich dann bei der Temperatur durch. Ne? Ja, Rohzustand halt, so wird sie produziert. Die ganzen Schleifspuren und sowas alles, Schrauben alle weg. Die Randschäden lassen wir jetzt erstmal dran. Die werden noch bearbeitet. Wie gesagt, wir machen jetzt gleich drei Vorgänge. Grundierung, Lack und Klarlack drauf. Und dann haben wir die Sätze durch für heute. Sehe ich ja, ihr seid voll im Hochbetrieb, wie viele Felgen du hier hast. Hier gibt es, glaube ich, alle Felgen. Hier sieht ja auch wie meine aus. Wie das aussieht, ne? So sehen die aus. Vorher, die sind jetzt fertig. Die ist auch nicht, weil das ist eine Schrottfelge. Die wird nochmal komplett neu fertig gemacht. Schrottfelge? Also, die wird neu fertig gemacht. Hier sieht man auch, da wurde auch schon fertig geschliffen. Ja, was für eine Arbeit dahinter steckt, ne? Ja. Das ist schon krass. Ist nicht ohne. Ich weiß nicht, ob wir das aufgenommen haben. Wir haben gerade die Felge grundiert. Wir haben den jetzt im Ofen drin. Also, ich habe gerade aufgenommen. Jetzt ist der Brennvorgang zu Ende. Da hast du so einen Alarm? Ja, 15 Minuten sind durch. So. Ey, die sieht ja ganz anders aus. Ey, wir haben die gerade mattmäßig rein, oder? Boah. Kannst du ein paar Minuten hier drin lassen? Oh. Direkt Temperaturspar. Also ich sag dir, im Winter arbeitest du nicht so gerne hier, ne? Brauchst keine Heizung. Ey, ganz ehrlich, jetzt wo ich das wieder schwarz sehe, kommen mir wieder dumme Gedanken. Ja, ey. Die ist sehr heiß. Ja, ich pack den nicht an, man merkt das jetzt. Schon, ja. Das ist so, das ist eine Heizung. Ja, falls du dich jetzt fragst, warum die Folie nicht geschmolzen ist, die ist hitzebeständig. Wollte ich gerade fragen. Ja, die ist hitzebeständig, Wahnsinn. Sonst schmelzt das sofort weg. So, ich weiß nicht, ob wir das aufgenommen haben, deswegen zeige ich euch das nochmal. Wir haben die gepulvert. Ein paar Stellen dünn aufgetragen worden. Siehst, halt ist wie beim Lackieren. Ja. Ne, siehst du, wo es, aber tut nicht zur Sache. Für uns ist der Stern wichtig. Genau. Alles andere, das wird gleich noch überdeckt, das ist halt überhaupt kein Problem. Narbe abgeklebt, Narbenloch ausgepustet, damit da keine Farbe sich einbrennen kann. Jetzt lassen wir die paar Minuten abkühlen, so 15 Minuten rum. Und dann kommt die Farbe drauf. Dann kommt sie wieder in den Ofen und dann haben wir schon mal deine Wunschfarbe. Schritt Nummer 2. Genau. Dann wieder einbrennen. Selbe Rhythmus wie jetzt auch, Wartezeit. Und dann kommt Klarlack drauf und das war der letzte Schritt. In deinem Fall alle vier Felgen Bordsteinschäden. Drei von vier hatten Höhenschlag gehabt. Genau. Sprich dreimal Felge richten, schrauben, rausholen, rausbohren im schlimmsten Fall, weil die gerne abreißen. Fürs Polieren und Pulvern bist du so um die 500-550 € los. Ja, super Preis, weil wenn ich sehe, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja. Wahnsinn. Also so. Ich habe mir das leichter vorgestellt, ganz ehrlich. Ja, hast du ja mitbekommen, wie viele Gänge schon vorher alles passieren und sowas alles. Weil drei sind ja schon fertig. Eine extra für dich aufbewahrt. Damit du selber mal dran, damit du halt mal siehst. Also ganz ehrlich, hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt, ey, mach fertig. Also ich wusste das echt nicht, ne? Jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen Schäden.
Die mache ich später weg, richtig. Der Höhepunkt von der ganzen Geschichte, ja, ne? Das ist der letzte Schritt, den wir machen. Und wenn du dann das letzte Mal kommst mit deinem Fahrzeug und wir sie montieren, dann siehst du sie. Das ist ja eigentlich auch Acrylbasisfarbe in Pulverform, was eingebrannt wird und halt, ich sag mal, flüssig wird. Wenn du Kunststoff zum Schmelzen bringst, wird es flüssig. Wenn es trocknet, wird es wieder hart. Das ist ganz anders. Finde ich geil. Cool, jetzt lassen wir den hier abkühlen und dann kommt die richtige Farbe drauf. So sieht's aus. Da bin ich gespannt. Da, also die mache ich aber nicht, ne? Kannst du gerne machen? Nein, nein, lieber nicht. Also ich lasse den Profi machen, ja, und... Mach das der Mustafa gleich. Genau, wir gucken. Das fein säuberlich. Und dann haben wir wenigstens das, ich hoffe mal, nehmen wir das auch, ne? Weil das ist echt traurig, wenn die Datei jetzt weg ist, ehrlich. Jetzt kommt die Farbe drauf. Werden wir sehen, was für eine Farbe jetzt wir drauf machen. Okay, ich mach das. Du musst das machen. Aber nicht, dass Mustafa dann nochmal hier Überstunden schieben muss. Ah, halt. Die kommt dann einfach komplett hier rüber. Dann können wir die drehen. Geil. Ist Plus- und Minus-Spiel, genau. Genau. Immer ein bisschen so. Genau. Aber nicht so wie eine Lackierpistole, so. Du musst schon ein bisschen hin und her wackeln, dass das Pulver sich auch gut verteilt. Okay, und nicht zu nah. Nicht zu nah. Okay. Mehr? Ja, dass du die Zwischenräume aufnimmst. Du kommst jetzt wieder zu nah dran. Okay. Irgendwie habe ich so ein bisschen Angst. Wir tauschen wieder. Also? Reicht? Das wird schon zu viel. Das ist schon zu viel? Aber gut, musst du da? Messpulver haben wir jetzt schon hinten durch. Das speichert von hinten aus. Also drehen wir den einmal. Achso. So, musst du aber, mach du mal weiter. Ah, jetzt die Speichen nochmal. Einmal überall drüber gehen. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. So sieht das Ganze aus. Ich habe es natürlich gepulvert. Wahnsinnig leicht, muss ich sagen. Wieder die Narben sauber gemacht. Genau, finde ich hammer geil. Damit das wieder blank bleibt alles. Gemacht, damit das nicht mehr lackiert ist. Genau. Wir verlassen da so viel Farbe drauf, dass es kein Strom gibt. Das ist natürlich auch Erfahrung, was man nach der Zeit dann hat. Ja, ihr seht, macht er die Dinger wieder ab. Das ist so wahnsinnig, dass das nur einfach nur drauf ist, dieser Pulver, ne? Mustafa, top Arbeit.
kommt sie auf. So, jetzt kommt das Ganze wieder in den Ofen und dann schmilzt das Ganze. Da werden wir jetzt nicht mehr dabei sein. Und ja, es wird dann so aussehen. Jetzt bin ich aber wieder hier, weil das Ding ist sau heiß. Das Ganze wird nochmal 185 Grad, da fängt er erst an, runterzuzählen, was er gesagt hat. Also wir haben jetzt 165 Grad im Ofen drin, der wärmt ja jetzt wieder auf 185. Dadurch, dass wir jetzt auf und zu gemacht haben, sind schon 20 Grad Wärme verloren gegangen. Ne? Bei diesem Heißkost. Sobald er wieder die 185 Grad hat, geht der Zähler los. Wenn Kunststoff zu lange warm gemacht wird, schlägt es Blasen. Oh, dann hast du die Felge kaputt. Verstehst du? Also 20 Minuten soll sie drin bleiben, wenn sie länger drin bleiben, dann ist der Lack wieder kaputt. Ja, achte mal. Schlimm wäre es bei Klarlack zum Beispiel, weil Klarlack, wenn es zu warm wird, vergilbt. Dann hast du einen gelben Stich in der silbernen Felge drin und das sieht scheiße aus und dann kannst du alles von vorne machen. Man sieht echt alles wie neu. Ich habe auch gesehen, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber es gibt ja Leute, die bringen dir in Argen neue Felgen. Die leichte Beschädigungen haben, ne? Die du dann reparierst. Klar, sicher. Wahnsinn. So, wir können dann gehen hoch. Ja, passt auch zeitlich alles. Ach, Mustafa! Super Arbeit! Ciao, Mustafa! Wir waren unten natürlich hier am Pulvern und wollten die Reifen jetzt rausholen. Ja, wir haben uns das Auto angeschaut, hier Käfer vom Bürkern, und haben gerade gemerkt, dass einer hier reingefahren ist. Ja, geil. Läuft! Einfach ist einer reingefahren und abgehauen. Ja, sieht ganz so aus. Wird wahrscheinlich ein LKW oder so gewesen sein, der das nicht da mal gemerkt hat. Hoffe ich. Müssen wir mal die Kameraaufnahmen gleich abchecken. Dann schauen wir mal. Ah, das Geile ist, hier gibt es überall Kameras, ne? Auch bei dir. Ja, ja. Nee. Oh, das haben wir auf jeden Fall drauf. Fahrerflucht, ne? Ob er es gemerkt hat oder nicht, er hat die Arschkarte. Auf jeden Fall. Das ist schon ärgerlich. Ja, vielleicht sieht er das Video und kommt wieder zurück und sagt, ey, ich habe es nicht bemerkt, als ich hier mit 180 rausgefahren bin. Hier, bei meinem E39 kommen natürlich nur Kummo-Reifen. Zurzeit gibt es eine Aktion von Kummo. Zwei Reifen kaufen, Minimum 16 Zoll, die Rechnung hochladen und an dem Gewinnspiel teilnehmen. Wenn ihr nicht zufrieden seid mit Kummo, könnt ihr die Reifen wieder zurückschicken und eure Einbaukosten bis zu 50 Euro werden zurückerstattet. Das ist geil, ne? Das ist krass. Ja. Jetzt zieht der eigentlich auch, du oder ich? Du natürlich. Ich hab dir gezeigt, wie das geht. Jürgen, wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Wenn wir die einbauen. Ich freue mich. Ich auch. Auch einmal besser. Auch wieder eine lustige Geschichte. Ich habe jetzt zum ersten Mal meine neue Kamera. Ich hoffe, die ist auch gut. Wir haben euch so geil, so detailliert alles gezeigt. Wir hatten den Rohling vor uns, die Felge, und dann passiert sowas. Egal, erstmal hier riesen Respekt an Gürkan. Ehrenmann, kommt einfach Sonntag hier mit mir arbeiten, weil der Typ einfach, ihr wisst, Reifensaison, der Typ ist nur am Schrauben, nur am Machen und Tun, und nebenbei macht er noch meine Felgen hier. Wir sind bei Reifendienst Hohenlimburg bei Gürkan. Mal anschauen, wie weit der ist, und ich sehe die Felgen jetzt zum ersten Mal. Und ihr auch. Gürkan natürlich hat mir kein Foto geschickt. Aber egal, komm, wir gehen jetzt hin und mal schauen, was ihr sagt zu den Felgen. Und seid ehrlich, schreibt mal in die Kommentare, hat der Fuzzi Geschmack oder hat er Geschmack oder hat er Geschmack? Eins von den drei. Also ich bin so gespannt. Gürkan. Julius. Hast du langweilig, dass du deine Felgen wieder kaputt machst? Ja. Wie geht's dir, Gürkan? Gut geht's mir, wie geht's dir? Auch gut. Ich sehe schon von mir, ne? Was hast du da gemacht? Echt krass. Wie die Felgen vorher aussahen, wie die jetzt aussehen. Einfach nur Wahnsinn. Die sehen nagelneu aus. Ich traue mich schon gar nicht, hier zu berühren.
Was hat der Gürkan hier gemacht? Ach. Auf scheiße Gold gemacht, sagen wir immer. Mit der Hoffnung, dass man einigermaßen was retten kann. Auf jeden Fall, dass du das so hingekriegt hast. Ja, komplett entlackt. Also das haben wir ja noch gesehen. Hier konnten wir leider nicht sehen, wie du poliert hast, aber du hast ja auch ein bisschen Geheimnisse, die du auch nicht immer verraten möchtest. Ein paar Sachen muss ich für mich behalten. So ist es, aber ich sag dir, für dich ist das ja normal. Ne? Du machst das ja echt jeden Tag. Du siehst solche Felgen hier. Leute, achtet, wir haben schon wieder neue Felgen. Hier, die Felgen wurden alle repariert von Gürkan. Ist eine Firma. Und die gehen wieder raus, ne? Die gehen wieder raus, ja klar. Und für die aufmerksamen Zuschauer unter euch, habt ihr die Felgen gesehen gehabt? Die standen dort, wo diese Felgen jetzt stehen. Nagelneu. Also ich sag euch, auf einem W124 für mich einer der schönsten Felgen. Das ist Wahnsinn. Aber das ist nochmal eine, ja, das ist schon mal, also für mich ist das Kunst. Ja, das ist halt mehr Arbeit, logisch, ne? Das drei hatten Höhenschlag gehabt, drei von innen, eine von innen und außen. Ja, siehst du ja, sehen alle wieder ziemlich rund aus. Ja. So, ich habe gerade gesehen, du hämmerst drauf. Genau. Und da musst du mir mal erklären, die Schrauben, die hast du hier raus. Ah, die sind Plastik. Genau, das sind Kunststoffschrauben. Die sind universell verwendbar. Aha. Die besorgen wir auch aus dem Internet etc. Die habe ich jetzt ein bisschen gekürzt, damit die auch in die Maße reinpassen. Hm. Damit die ordentlich festsitzen. Ja, das ist an sich kein großer Akt. Die Schrauben einfach reinlegen, ansetzen auf die Führung und dann muss man halt ein bisschen ein Gefühl haben. Ach so. Und wenn es stumpf klingt, dann ist die drin. Glücklich sein. Ja, also Reifen aufziehen. Machst du? Mach ich. Machst du? Also wenn ich hier einen Kratzer reinbaue, kann ich sofort wieder hier bleiben. Wie gesagt, ich kenne einen, der macht sie dann fertig. Okay, stimmt. So Leute, ich erkläre euch jetzt, wie man solche Schrauben hier in die Felge reinmacht. Ne? Diese Schraube mit 10er Verlängerung drauf. Versucht genau in die Mitte zu kommen. Kann ich auch drauf schrubben oder so? Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Nee, Frage nicht. Weil ich habe irgendwie voll Panik hier. Oh oh. Muss die drin sein. Manche Arbeiten musst du nicht wiederholen. Kennst du das? Das machst du einmal. Und das war's? Ja, kennen leider nicht, weil die Zweiteilerfelgen, sowohl echt als Optik, sind halt ziemlich angesagt. Ne? Die wird es halt immer wieder geben. Und die werden zum Glück auch immer wieder kaputt gefahren, dass wir sie fertig machen können. Weißt du, was ich jetzt so Bock habe? Wie wäre es, wenn wir die alle rausholen und machen die in Pink? Du bohrst die dann aber raus. Das wirst du nicht merken. Meist. Nein, ja, genau. Jetzt hab ich den Turban gemacht. Ja, wir stellen die Felgen natürlich ab, damit wir hier keine Kratzer machen. Ganz wichtig, siehst du die Felge? Ja. Ja. Klebeband habe ich natürlich unten verlinkt. Und Gürkan auch. genau. Oder ist schon drauf. Aber, warte, wir haben jetzt die schmale Vorderachse drin. Ja, das ist die 2,55er. Wir brauchen 2,35er. Ich wollte nur gucken, ob du drauf hast. Also hier muss einmal Outside stehen oder Inside. Outside müssen wir nach oben machen. Und ganz wichtig, wenn nicht, guck, ob er Pfeile hat oder nicht. Ansonsten steht er dort. Ganz wichtig. Meinst du, reicht das so oder soll ich noch ein bisschen? Okay, noch, ja. So, jetzt halten wir den nochmal. Wenn nicht, werden wir es ja hören. Hör auf. So, kann ich den. Also ich mach das dann so nochmal, Gürkan. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Mach ja, ich nochmal extra hier. Du kannst hier so wie es ist lassen und einfach komplett durchziehen. Echt? Ja, ja, einfach durch. Also da habe ich ein bisschen Respekt. Einfach durch. Nur den Arm muss halt selber mitziehen. Ja, habe ich gerade gemerkt. So,
Einfach nicht ziehen. Genau, dass der Arm halt sich mitdreht. Einfach durch. Weiter. Alter, das war ganz schwer, du. Ich hätte auf jeden Fall aufgehört. Ich hätte nochmal geguckt, ich hätte nochmal gemacht. Weißt du, aber du so, zieh einmal durch. Guck mal, wie schön die Felge aussieht, wenn sie sich dreht. Also das sieht wirklich sehr gut aus. Kann man leben, ne? Guck das an. Es gibt Werkstätten, die lassen das sogar so. Bei 2010. Also ganz ehrlich, wenn ich die jetzt so drauf mache, die vibriert nicht. Everybody out there go run and tell your homeboys and homegirls it's time for cleaning and care. To keep you laughing in the afternoon, so don't touch that dial on read the room. Cause they always in the sun, no fun, and you don't wanna miss it. It's double K like through the good breakfast. Keenan and Kel, I should have said Kel and Keenan, and you gotta watch Keenan, cause Keenan be screaming with a plan or a plot to make it to the top, but they kinda in the middle, cause they always getting caught. This ain't the Hardy Boys or a Nancy Drew mystery. It's just Keenan and Kel and your vicinity, like Siegfried and Roy, Robin and Costello, Magic and Kareem. Somebody's in trouble. Oh, here it go. Oh, make. Bitch, better have my money. With my mind on my money and my money on my mind. Bitch, better have my money. With my mind on my money. Ehrlich, wenn ich das jetzt mit meinen eigenen Augen nicht gesehen hätte, dass du diese Felgen so auf Vordermann gebracht hast, ich hätte es nicht geglaubt. Leute, das Geile ist bei Gürkan, ist so Gürkan Hammer. Ey, krass, was für eine Arbeit so im Hintergrund drin ist, ne? Er so, echt? Meinst du das? Meinst du das ernst? Ich so, ja, Mann. Aber ich muss echt sagen, Leute, wenn ihr Felgen habt, ihr müsst hier hinkommen. Ihr müsst einmal den kennenlernen. Wenn ihr hier einfach kommt und den einfach nur ein paar Minuten reden lässt, einfach mal hier einen Energy trinkt oder einen Kaffee trinkt, den wird ihr lieben. Herzensmensch, erstens und zweitens, die Arbeit, das ist Wahnsinn. Was der hier macht. Also wenn ihr hier hinkommt, fragt nicht nach Preis. Sag, ich habe das Video gesehen. Ich will die Felgen machen. Er macht euch schon automatisch einen guten Preis. Ehrlich. Ich denke, ja, kommen wir immer gut klar. Ja. Aber ich will keine Sorgen. Nein, also, du hast schon mal alles richtig gemacht, was die Felgen angeht. Ja, indem ich zu dir gekommen bin. Das stimmt. Wieder was Schönes geschafft. Alles gut gelaufen. Du bist glücklich. Das macht mich glücklich. Ich habe Hunger. Und kann mich noch erinnern, dass du gesagt hast, wenn wir die Felgen fertig haben, lädst du mich ein. Dann gehen wir was essen. Und ja. Das machen wir. Gürkan, alles ist unten verlinkt. Sein Instagram ist verlinkt. Wenn ihr irgendwelche Felgenanfragen habt, schickt ihm einfach Fotos. Genau. Und er meldet sich auf jeden Fall. Gürkan, vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns jetzt gleich in der Werkstatt nochmal. Ich habe die ATS-Felgen echt mit einer Träne rausgeholt. Nur eine Träne oder vier Tränen? Eine Träne. Und habe diese Reifen, die wir mit Gürkan Song gemacht haben, eingebaut. Mit der hammergeilen Kummo-Bereifung. Jetzt will ich den Wagen runternehmen, Aidosch. Und danach gibt es so einen kleinen Cup. Wie die Felgen mit etwas tiefer Legung aussehen. Haut einfach drauf auf den Like-Button. First things first, I'm gonna say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. Aber der hier hat jetzt zurzeit nur Felgen und Tieferlegung. Die Felgen sehen so brutal aus. Es gibt Autos, da passt das einfach. Oh. Ja. Oh. Als würdest du nicht wissen, so was ich dir so gezeigt habe, welche Farben. Ich weiß es nicht. Natürlich die Farben. Natürlich weiß ich das nicht.
Ja, klar. Warum? Pinky. Dankeschön hier nochmal an Gürkan. Ehrlich, Gürkan hat so eine geile Arbeit geleistet. Ihr könnt gerne mal den Gürkan unter den Kommentaren mal loben. Was für eine Arbeit der gemacht hat und wie die Felgen vorher aussahen. Ich sag euch, die Felgen waren vorher Schrott. Ist ja auch nicht schlimm. Genau das wollte ich aber. Ich wollte mit Schrottfelgen genau das schaffen. Ich find's aber gut, du gibst alten Sachen immer noch natürlich eine Chance. Natürlich, und deswegen, so, bei manchen Leuten, wenn so die Kommentare stehen, ja, die Felgen sind Schrott, die würde ich nie kaufen, ne, ist viel zu teuer. Ja, Tuning ist teuer, Aufbereitung ist teuer, das ist immer so. Auch das Auto, ich hätte auch für 7.000, 8.000 Euro einen guten 45 kaufen können und wir hätten nichts dran machen müssen. Dann haben die mehr oder weniger meine Philosophie nicht verstanden. Brauchen wir hier noch ein M-Paket? Das würde mich interessieren. Was sagst du denn, Alter? Ja, ich will. Alter, will. Das ist ja der E39 und E34 sind ja so ein bisschen verschmolzen. Und so sieht der für mich noch aus wie so ein E34. So manche Stellen. Aber wenn du ein M-Paket hast, dann sieht er nicht mehr so aus. Dankeschön fürs Zuschauen, bleib gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kfz-Tutzi, bis dann auch dran. Ciao. Alter, Noni. Dankeschön. Kfz-Tutzi, tschüss. Okay.